dieser Predigt schraube ich jetzt etwa ein halbes Jahr schon. Immer mal so im Hobbykeller schraube ich etwas weiter. Und je näher dieser Predigttermin rückt, umso weicher werden meine Knie, weil ich von mir sagen würde, dass ich seit knapp 30 Jahren immer noch am Üben bin und ich dann manchmal meine katholischen Kollegen beneide, die es vielleicht etwas einfacher haben, über die Ehe zu reden, weil sie es nicht beim Mittagstisch schon beweisen müssen, dass das, was sie so Schönes am Sonntag in der Predigt gesagt haben, auch Bestand hat. Also, alles, was ich sage, sage ich unter dem Vorbehalt, dass ich nach 30 Jahren immer noch sehr, sehr übe. Und ich widme diese Predigt meiner besten Freundin, meiner lieben Frau, die ich über alles liebe. Das war nicht strategisch. Ab jetzt kann ich loslegen. Das war wirklich ehrlich gemeint. Und ich möchte direkt auch aus rechtlichen Gründen hinzufügen, dass das Skript mit meiner Frau abgestimmt worden ist. Also darauf möchte ich mich mit meinem Anwalt nachher auch berufen, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Du hast zugestimmt, es sei denn, du findest etwas, was nicht im Skript stand. Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe, der Auftakt einer dreiteiligen Serie zum Thema Ehe. Vielleicht sagst du, dann brauche ich ja gar nicht bleiben, weil ich bin ja gar nicht verheiratet. Oder du sagst, ich bin verheiratet, aber bei mir läuft ja alles super. Also wüsste ich jetzt auch nicht, warum ich mir jetzt hier die Zeit totschlagen soll. Ich möchte dich trotzdem einladen zu bleiben, weil wenn du noch nicht verheiratet bist, kann sich das ja vielleicht noch ändern. Und außerdem könnte es ja sein, dass du eine Person kennst, die verheiratet ist. Und vielleicht schnappst du den einen oder anderen Gedanken auf, den du an einer guten Stelle weitergeben kannst und damit auch ein Segen sein kannst. Die Bibel berichtet von einem jungen Ehepaar. Sie ist gläubig und er nicht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass als die Beziehung sich anbahnte, beide von ihrem jeweiligen Freundeskreis angesprochen wurden, worauf sie sich denn da einlassen. Ja, wie löst ihr das eigentlich, wenn ihr unterschiedliche Werte in der Ehe habt? Und wie macht ihr das denn, wenn dann mal sich Kinder einstellen? Wie macht ihr das denn sonntags, wenn er ausschlafen will oder ein Brunch oder einen Tagesausflug machen will und wenn sie in den Gottesdienst gehen will? Oder wie macht ihr das, wenn eins der Kinder morgens mal ausnahmsweise nicht in die Gänge kommen sollte oder die Mutter schlecht geschlafen hat, weil das jüngere Kind gestillt werden musste? Geht ihr dann in den Gottesdienst und die Kinderstunde oder eher nicht? Wie macht ihr das bei anderen Veranstaltungen, Hauskreis, Gemeindefreizeit? Ich glaube, das sind Fragen, die wichtig sind zu klären. Aus Fairness auch einander gegenüber. Zu welchem Ergebnis man dann auch immer kommt. In der Zeitschrift Freundin, die zu meiner regelmäßigen Lektüre gehört, sind ja heute in einer Predigt, die gesponsert wird von verschiedenen Product Placement. Vom 16. Mai 2019, vielleicht erinnert ihr euch, unter der Überschrift 10 Dinge, die in einer Beziehung wichtiger sind als Sex, wurden folgende 10 Dinge genannt. Kannst du einmal kurz auf? Ja, vielen Dank. Der Frosch ist weg. Das war kein perfektes Timing an dieser Stelle, der Frosch. 10 Dinge, die in einer Beziehung wichtiger sind als Sex, sagt die Zeitschrift Freundin. Freundschaft. Freundschaft ist wichtiger als Sex. Also ich möchte alle, die verheiratet sind, ermutigen, das Thema Sex nicht zu vergessen. Aber Freundschaft, glaube ich, je länger ich auch in einer Beziehung lebe, Freundschaft ist die Grundlage einer guten Beziehung. Und meine Frau ist meine beste Freundin. Das ist
Ganz wichtig. Wenn eine Ehe auseinandergeht, sagen Eheexperten, erst fangen wir mit Respekt an und dann mit Freundschaft, weil das trägt. Freundschaft, Sicherheit, Kommunikation, Vertrauen, Fürsorge und auch Verliebtheit immer wieder. Und gemeinsame Werte und Interessen, das möchte ich einmal dann herausstellen dürfen. Gemeinsame Werte und Interessen, sagt die Zeitschrift Freundin, steht nicht in der Bibel, aber ich finde es trotzdem gut und führt hierzu aus, wer sich für die gleichen Dinge interessiert, hat es leichter, gemeinsame Gesprächsthemen zu finden. Und auch die Freizeit lässt sich leichter für beide passend gestalten. Achten Sie dennoch darauf, auch Dinge ohne Ihren Partner zu unternehmen, sonst haben Sie sich bald nichts mehr zu erzählen. Gemeinsame Werte und Interessen. Humor, Glück und Art der Beziehung. Weiß ich jetzt gar nicht, Art der Beziehung. Naja, wie auch immer. Es gibt Dinge, die sehr wichtig sind. Und ich hebe mal Freundschaft und gemeinsame Werte und Interessen hervor. Gemeinsame Werte und Interessen, 1. Korinther 6, Vers 14, lesen und zitieren wir vielleicht auch häufiger, zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen. Und dieser Vers wird oft bezogen auf die Frage, ist eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Gläubigen und Ungläubigen vor Gott in Ordnung? Also ich persönlich meine den Vers so zu verstehen, dass der Bezug ein anderer ist. Also dieser Vers ist eine Antwort auf eine andere Frage. Er bezieht sich eigentlich nicht in allererster Linie auf die Frage, ist es gut, wenn ein Gläubiger und ein Ungläubiger eine Lebenspartnerschaft sich dafür entscheiden einzugehen, denn der Vers steht gar nicht im Zusammenhang mit Partnerschaft. Trotzdem glaube ich, allein der gesunde Menschenverstand lädt dazu ein, dass vor einer Eheschließung gemeinsame Werte und Interessen abgeglichen werden. Ich glaube, das ist ein Akt der Reife und auch Fairness, um später Frust und Streit zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr der Wecker klingelt und beide Partner unterschiedlich darauf reagieren. Gehen wir zurück zum Ehepaar in der Bibel. Sie ist gläubig, er nicht. Was auch immer an kritischen Fragen den beiden gestellt wurde. Übrigens auch zu drei weiteren Fragen. Ihr wurde wahrscheinlich die Frage gestellt, ist er wirklich der Richtige? Er hat schon eine gescheiterte Ehe hinter sich. Das ist die Geschichte dieses Paares in der Bibel. Er war schon mal verheiratet. Meinst du, das ist gut, dass du dich dem anschließt? Die zweite Frage wurde der Frau gestellt, vermutlich, oder hat sie sie selbst gestellt, macht er dich wirklich glücklich? Er ist beruflich sehr eingespannt. Er ist eigentlich mit seinem Job verheiratet. Das ist die Geschichte der Bibel, des Mannes, über den wir hier reden und vielleicht auch noch raten. Und die dritte Frage, die ihr vermutlich gestellt wurde, bist du dir sicher, dass er der Richtige ist? Er scheint ein Problem mit Alkohol zu haben. Oder vielleicht besser gesagt ohne. Was auch immer an kritischen Fragen gestellt wurde, sie heiraten. Und bei der Gelegenheit möchte ich mir gestatten, dich einzuladen, kritische Fragen, die dir gestellt werden, anzuhören. Sagst du, ja, mache ich ja sowieso. Und nicht vorschnell abzutun. Ah, die wollen mir bestimmt was wegnehmen. Sondern ernst zu nehmen, besonders wenn die Fragesteller dir nahestehen. Das muss ja gar nicht heißen, dass ich jeden Rat eins zu eins umsetze, sonst führe ich ja gar nicht mein eigenes Leben. Und das kann ja auch heißen, dass ich am Ende zu einer anderen Entscheidung komme. Wie gesagt, ich schraube seit einem halben Jahr im Keller an dieser Predigt. Und was so vielleicht ein Stück mit reinfließt, während ich da so im Keller bin und schraube und löte und klebe und nochmal austausche, mir fallen zu viele Paare ein, wo geheiratet wurde und wo auffallend viele liebenswerte Menschen von Anfang an kritische Fragen gestellt haben. Und
oder gesagt haben, warte noch mal etwas ab. Und die Ehe dann tatsächlich am Ende geschieden wurde. Und viele sagten, das war von Anfang an, habe ich mir da Sorgen gemacht. Das sind so Gedanken, als ich so in meinem Keller war und da geschraubt habe. Ich denke, Mensch, noch mal. Laut dem Statistischen Bundesamt werden in Deutschland in den letzten 10 Jahren 30 bis 40% der geschlossenen Ehen geschieden. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, aufzulisten. Ich bin ja schon ein paar Tage in dieser Gemeinde, seit 1983, das ist schon ein bisschen. Und ich kann mich an einige Hochzeiten erinnern, auch die sogar hier geschlossen worden sind. Und erst kürzlich wurde ein Lebensbaum hinten abgesägt, nach 35 Jahren, der anlässlich einer Hochzeit hier in diesem Saal übrigens an der Tür einfach in so einem Töpfchen stand. Ich habe mal so für mich eine Liste aufgestellt, wer hat hier eigentlich alles geheiratet aus der Gemeinde? Oder sagen wir mal dem näheren Umfeld, auch noch so ein ganz bisschen rechts, links. Und ich kam, ist wahrscheinlich nicht vollständig, auf 36 Ehen in dieser Gemeinde in den letzten 40 Jahren. Und mindestens ein Partner, in den meisten Fällen beide, waren Christen. Geschieden worden davon sind 13. Von 36 sind 13 geschieden worden. Das sind 36%. Und das hat in jedem Fall unterschiedliche Gründe. Jede Ehe ist eine eigene Geschichte. Aber ein Grund, während ich so im Keller schraubte, fiel mir auf, mehr als einmal, wo Menschen aus dem engsten Umfeld von Anfang an gesagt haben, Mensch, ob das gut geht. Also noch einmal die Einladung, du triffst eine andere Entscheidung, was auch immer Ratgeber dir sagen. Und das kann genau das Richtige für dich sein. Ich möchte mir gestatten, mit über 50 und inzwischen einer Brille auf der Nase, leidenschaftlich einladen dürfen, noch ein bisschen mehr darauf zu achten, kritische Fragen anzuhören und ernsthaft zu bewegen. Kommen wir zurück zu dem Ehepaar der Bibel. Sie ist gläubig, er nicht. Was auch immer an kritischen Fragen gestellt wurden, sie heiraten. Und im Fall dieses Paares aus der Bibel kommt es, wie die Ratgeber geahnt hatten, es hätte ja auch anders kommen können. Der Mann klettert die Karriereleiter immer höher, bekommt immer mehr Personalverantwortung und hat so viel zu tun, dass er sich ein Apartment nimmt, ganz in unmittelbarer Nähe der Firma, sodass er nur noch am Wochenende zu Hause ist und durchaus auch schon mal ein Wochenende oder auch schon mal zwei Wochenenden dann leider auch Überstunden schieben muss. Und so berichtet die Bibel von dem Tag, wo die junge Frau, als sie auf den Kalender schaut, feststellen muss, er war ja schon einen ganzen Monat gar nicht mehr zu Hause. Nun gab es damals kein WhatsApp, weder im Alten noch im Neuen Testament, kein Skype, noch nicht mal Telefon, noch nicht mal eine Telefonzelle, nix. Ja, und die junge Frau weiß, in der Firma gibt es auch andere hübsche Frauen, allen voran die Sekretärin, und das Kopfkino geht los. Was macht der eigentlich abends nach Feierabend? Und nach einem Monat allein fühlt sie sich ungeliebt. Und vielleicht steigt auch innerlich so die Wut hoch. Wofür haben wir eigentlich geheiratet? Ich kann mir gut vorstellen, in ihrer Fantasie, wie sie sich das Wiedersehen ausmalt, wenn er dann an der Tür steht und sie die Tür aufmacht. Vielleicht hat sie das schon x-mal durchgespielt, so in ihrer Emotion, abends noch ein Glas Wein, dann wird die Fantasie noch reichhaltiger. Und so die Begrüßung dann, oh, wer sind Sie? Kennen wir uns? Oder wenn sie nicht so cool ist, wie kannst du es wagen? So die erste Begrüßung, eine W-Frage, eine offene Frage. Wie kannst du es wagen? Oder wie heißt die Schlampe? Oder, ach schade, ich muss jetzt gerade weg zu meiner Freundin. Schön, dich noch mal kurz gesehen zu haben. Vielleicht.
Ich meine, die Frau wäre im Recht gewesen, ihn zur Rede zu stellen, weil er zu wenig Liebe gezeigt hat. Und die Bibel berichtet, dass ausgerechnet in der Situation auch noch ein Vorfall in der Gemeinde war, in die die Frau, junge Frau regelmäßig geht, ein großes Problem in der Gemeinde. Und die ganze Gemeinde ist aufgebracht, wie können wir dieses Problem lösen? Und die junge Frau weiß, für meinen Mann wäre das eigentlich gar kein Problem, das zu lösen. Der könnte das. Aber leider ist er halt zu sehr beschäftigt. Leider interessiert er sich gar nicht für die Gemeinde. Und in dieser Spannung, in der die junge Frau ist, traurig über ihren Ehemann, weil er nicht in der Gemeinde dabei ist, sauer auf den Ehemann, weil er zu wenig Liebe zeigt, sehen wir in der Bibel, dass eine handfeste Ehekrise sich anbahnt. Spannung steigt. Meine Frau und ich, wir streiten uns regelmäßig. Ein Klassiker ist, ich komme von der Arbeit nach Hause, gut gelaunt, und gehe an den Kühlschrank, weil ich Hunger habe. Und dann sehe ich, oh, eine Packung Schinken. Ratsch. Reiße sie auf, denke, ah, Remoulade. Drei Klecks Remoulade drüber, roll das schön ein und denke, ah, in der allergrößten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Und beiße rein. Und dann steht sie vor mir. Meine liebste Freundin. Und plötzlich sehe ich, wie mitten in der Küche eine Gewitterwolke aufsteigt. Und es wird schlagartig dunkel im Raum. Und für eine Millisekunde genieße ich diesen Moment der Ruhe vor dem Sturm. Und dann kommt ein Blitz und ein Donnerschlag gleichzeitig. Und das heißt Einschlag. Und dann kommen viele Worte, es wird sehr laut und in dem Versuch, die Worte zu sortieren, bleiben vier Worte hängen. Drei Worte hängen, fünf Worte hängen, was auch immer, für das Mittagessen morgen, irgend sowas. Und ich stehe wie angewurzelt da. Und dann spüre ich, dass doch noch genug Kraft ist, die Wurzeln aus dem Boden zu ziehen und wegzugehen und denke mir, das muss ich mir nicht gefallen lassen und ziehe mich sauer zurück. Das ist der Klassiker unseres Streits in der Ehe. Meine Frau wird laut und ich werde sauer. Und es schließt sich dann eine Eiszeit an, des Schweigens, die auch schon mal ein bis zwei Tage dauern kann. Eiszeit. Irgendwann reden wir wieder und im Nachhinein verstehe ich, dass der Schinken mit der Remoulade ein Fass zum Überlaufen gebracht hat. Nämlich, dass ich letztlich zu wenig Aufmerksamkeit und Liebe im Vorfeld gegeben hatte. Und im Nachhinein verstehe ich, ich hatte recht, was die konkrete Situation mit dem Schinken betrifft, dass es ein bisschen überzogen war mit dem Gewitter in der Küche. Ich hätte ja auch gleich noch mal um die Ecke gehen können und eine Packung Schinken kaufen können. War ja gut drauf. Und sie hatte recht, was die Gesamtsituation der letzten Tage betrifft. Und dann kann ich sie verstehen und ich entschuldige mich und sie sich bei mir und es ist Versöhnung und wir sind verliebt und es regnet Sterne und Herzen und alles ist wunderbar. Dafür hat der Streit sich dann gelohnt. Also, während ich so im Keller bin, an der Predigtschraube, denke ich, was hat mich eigentlich am meisten geärgert? Und dann war die Antwort gar nicht so schwer. Es kam so in meine Gedanken, das Donnerwetter war total überzogen. Das war überhaupt nicht verhältnismäßig. Nur wegen so einem blöden Schinken.
da so ein Donnerwetter, aber überhaupt nicht verhältnismäßig. Und was mich geärgert hat, ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt und nicht respektiert. Ich fand das respektlos, so angeschrien zu werden, zumal noch vor unseren Kindern vielleicht oder Gästen, Nachbarn, das Haus war voll, alle waren da, die ganze Straße, alle haben es mitgekriegt, haben mich angerufen, Markus, alles in Ordnung bei dir, soll ich dich retten? Der Nachbar guckt mich ganz mitleidig an am nächsten Tag. Ja, ja. Verständnisvoll, er ist auch verheiratet. Und was ich mit Abstand merke, Respekt ist für mich persönlich sehr wichtig. Und wenn ich vergleichen würde, wenn ich mir aussuchen könnte, meine Frau sagt mir jeden Tag, Schatz, ich liebe dich, dann würde ich sagen, das ist schön. Aber Respekt ist mir noch wichtiger. Ich vermute, vielen Männern geht es so. Respektlosigkeit fühlt sich schlimm an. Und es gibt ja dann verschiedene Reaktionen. Zurückschrei. Das machen manche Männer. Ich glaube gar nicht so viele. Zurückziehen, das kann ich sehr gut. Und ich glaube, das können auch andere sehr gut. Wenn ich jetzt nicht Christ wäre, würde ich in die Dorfkneipe gehen. Aber ich kann mich auch anders zurückziehen, an den PC, an die Arbeit, Sport oder Kumpels. Meine Wahrnehmung ist, bei Frauen ist das etwas anders. Also ich würde nicht sagen, alle Frauen sind so, alle Männer sind so, aber so von dem Eindruck, den ich habe aus Gesprächen, Beobachtungen, ich glaube, es gibt eine gewisse Tendenz, eher wie Frauen reagieren und eher wie Männer reagieren. Und ich glaube, eher bei Frauen, natürlich will eine Frau Respekt, aber mein Eindruck auch aus 30 Jahren, an denen ich ja immer noch übe, ist, eine Frau will Aufmerksamkeit und Liebe. Und dass man ihr zuhört, das merke ich immer schmerzhaft, wenn ich es nicht getan habe, dass man, eine Frau möchte, dass man ihr zuhört mit allen Sinnen und ihre Worte hört. Und dass sie hört, du siehst gut aus. Ich liebe dich. Auch ohne Worte, mit einer Geste, mit einer Berührung, mit Taten, mit einer Hilfestellung. Und ich möchte an uns Männer appellieren dürfen, das ist eigentlich gar nicht schwer. Eigentlich sind das alles Kleinigkeiten, die aber sehr, sehr viel bewirken. Und jetzt bin ich genau an dem Punkt, was ich am Anfang gesagt habe. Mein katholischer Kollege hat es da einfacher. Der kann den Satz sagen und geht nach Hause, ne, und trinkt einen Kaffee oder holt sich einen Kölsch aus dem Kühlschrank. Und ich muss mit diesen Worten dann mich irgendwie wieder beweisen. Kleinigkeiten bewirken so viel. Und der Unterschied zwischen Unaufmerksamkeit und Aufmerksamkeit sind nicht nur die zwei Buchstaben un, sondern der Unterschied ist sehr, sehr groß. Ich sage nur das Stichwort neue Frisur. Unaufmerksam oder aufmerksam. Wenn meine Frau und ich die Eiszeit eingeläutet haben, dann weiß jeder von uns, dass er im Recht ist. Ich weiß, ich bin im Recht. Meine Frau weiß auch, sie ist im Recht. Und wir sind uns in einem Punkt einig, der andere muss kommen. Der andere muss den ersten Schritt machen. Darin sind wir uns schon mal einig, ist ja schon mal was. Der andere muss kommen und sich entschuldigen. Und das ist natürlich eine Pattsituation oder ein Teufelskreis. Aber wenn einer anfängt, sich für seinen Anteil zu entschuldigen. Und wenn es nur 1% sind des Anteils, dann beginnt Versöhnung. Also ich bin jedes Mal überzeugt, also jetzt sind das wirklich 100% ihre Schuld. Bin mir ganz sicher. Und dann meine ich, Gottes Stimme zu hören, dass er versucht, mich runterzuhandeln. Vielleicht waren es nur 99,5% ihre Schuld. Naja, ein halbes Prozent.
Vielleicht war das eine Wort nicht ganz gut gelungen. Und dann einigen wir uns nachher auf 99%, sodass ich ein ganzes Prozent Schuld habe. Und damit gehe ich dann los und entschuldige mich für dieses eine Prozent. Höflich wie ich bin, sage ich nicht, es war ja nur ein Prozent, sondern ich sage das, was ich falsch gemacht habe. In meinen Augen sind das maximal 1%. In Ihren Augen, glaube ich, sieht das größer aus. Sie hat da bessere Augen für. In Ihren Augen ist der Anteil schon mehr als 1%. Aber ist ja auch egal, weil die halbe Miete ist, ich bin aus meinem Zimmer, aus meinem Schmollzimmer rausgegangen und auf Sie zugegangen und damit ist die Versöhnung schon halb gebucht. Die Bibel berichtet von der Situation dieses jungen Ehepaares, wo die Ehefrau Grund hatte, sauer zu sein, wenn der mal nach Hause kommt. Und sie hatte allen Grund gehabt, ihm zu sagen, du liebst mich überhaupt nicht genug. Kannst du nicht einmal auch was für meine Gemeinde tun, du Egoist? Aber diese junge Frau hat diesen drohenden Teufelskreislauf erst gar nicht aufkommen lassen. Sie hat etwas getan, sodass der Streit, der eigentlich vorprogrammiert war, das musste eigentlich krachen nach einem Monat, das, was vorprogrammiert war an Streit, konnte gar nicht erst entstehen. Und das Ergebnis von dem, was sie getan hat, sie hat sein Herz ganz neu gewonnen. Und er hat ganz neu seine Liebe ihr gezeigt, mehr als jemals zuvor. Er hat das Problem in der Gemeinde gelöst. Er hat sogar noch eins draufgelegt und als er es gelöst hat, gefragt hat, das war schon alles? Gibt es noch irgendwas, was ich tun kann? Ist das Problem jetzt wirklich für euch in der Gemeinde gelöst oder soll ich noch was nachliefern? Das, was sie getan hat, hat dazu geführt, dass sie sein Herz neu gewonnen hat. Sein Herz neu für sie selbst gewonnen hat und sogar ein Stück für die Gemeinde. Auch wenn es nur ihr zuliebe war. Was hat sie getan? Und über welches Ehepaar reden wir eigentlich die ganze Zeit, oder ich? Und wann kommt eigentlich endlich auch mal eine Bibelstelle dazu? Dazu mehr nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag. Seid dabei. Kölner Straße 78. Es lohnt sich zu kommen. Dann lösen wir das auf. Wir singen noch ein Lied.